Hallo, heute sind wir im Zoo Duisburg. Der ist vor 3 Tagen zu uns gekommen, ist abends angeliefert worden, durfte dann eben noch in der Transportkiste sich in Ruhe hier eingewöhnen, war dann am nächsten Morgen zum ersten Mal draußen, haben uns ihn angeguckt, weil er auf dem rechten Auge, ja, es war, sah ein bisschen eitrig aus. Beim genauen Betrachten haben wir dann gesehen, dass also die komplette Hornhaut eitrig war, Gefäße gesprost haben, sah also nach einer Verletzung aus, wo wir nicht wo wir uns sicher waren, dass das nicht auf dem Transport passiert sein kann, sondern vielleicht schon vorher war. Ich konnte das Auge nicht wirklich beurteilen und habe dann gesagt, wir fahren direkt zum Augenarzt und lassen ihn angucken, weil ich da nicht wirklich sagen konnte, ob man das Auge noch retten kann oder nicht. Wir sind dann in die Tierklinik am Kaiserberg gefahren und hatten dann unsere Augenspezialistin, die Frau Dr. Saas, dabei, die da drauf guckte und dann wirklich auch entschieden hat, das kann man nicht mehr retten, das Auge ist so stark verletzt, dass wir das herausnehmen mussten. Und so ist das Auge entfernt worden. Das ist jetzt heute Tag nach der OP. Ihm geht's super, er nimmt seine Medikamente über die Heuschrecke. Das heißt, in die Heuschrecke wird ein Schmerzmittel und ein Antibiotikum injiziert und das geben wir ihm und dann kann er das ganz einfach nehmen und fressen und wir müssen ihn dafür nicht extra fangen oder spritzen oder versuchen, irgendwas in ihn reinzubekommen. Von daher, das klappt sehr gut. Das Auge sieht auch sehr schön aus, beziehungsweise das, was vom Auge verblieben ist. Die Naht sieht sehr schön aus, die Wunde sieht trocken aus, altert nicht. Von daher hoffen wir, dass er das alles gut überstehen wird. Er ist schon ein bisschen betagter. Ich glaube, er ist jetzt so knapp, müsste jetzt so knapp 13 Jahre alt sein. Und die werden schon so 20, 25 Jahre alt. Also von da so im Prinzip jetzt mittleren Alters, aber eben nicht mehr ganz so frisch. Sieht auch vom Fell ein bisschen struppig aus. Kann natürlich jetzt auch immer so ein bisschen der Transport gewesen sein, dass ihm das ein bisschen zugesetzt hat. Wir gucken, dass er jetzt nach der ganzen Geschichte erstmal ein bisschen Ruhe bekommt, sich in Ruhe hier einleben kann. Und dann hoffentlich demnächst frei im Rio Negro ist. Das ist jetzt erstmal der Eingewöhnungskäfig. Da bleibt er jetzt ein bisschen. Hier weiß er, dass er sein Futter bekommt. Es kommt auch noch ein Weibchen dazu. Die leben in monogamen Verbünden. Also die bleiben eigentlich ihrem Weibchen auch immer treu. Können dann eben beide das Rio Negro nachher nutzen. Dann wird die Tür aufgemacht. Dann kommen sie, kriegen sie trotzdem weiter in ihr Futter, dass sie halt wissen, wo sie hingehen müssen. Und ja, dann steht eben die Tropenhalle auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.